Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Grusel zu mir. Ihr seht es schon, One Late Night, der mittlerweile Horror-Klassiker schlechthin, dank Let's Playern wie Gronkh eben. Ich glaube, Gronkh hat es am populärsten gemacht. Ja, ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein kleines, kurzes Indie-Game, Indie-Horror-Game neben Anna, wo es ja momentan ein bisschen schleppend voranläuft, und da dachte ich mir, ihr wollt ja ein bisschen mehr Grusel und so bestimmt von mir sehen. Und ja, dann fiel mir ein, ja, da war ja noch was. Ich habe das Let's Play ja auch beim Gronkh gesehen. Komplett. Weiß also wieder, was mich erwartet. Nichtsdestotrotz werde ich mich aber definitiv erschrecken und gruseln. Ich grusel mich jetzt schon mit diesem Intro nur und, oh Mann, ich hab's schon, bevor ich es eigentlich gedownloadet habe, bereut, dass ich das wirklich spielen will, aber... Ja, es ist halt doch immer lustig, wenn es Leute erschreckt. Ich gucke da ja selber gerne Let's Grusels und ja, ich erschrecke mich auch immer so toll und da freuen sich immer andere. Und da habe ich mir gedacht, ach klar, machst das mal, haben andere ihre Freude dran. So, okay, die Options sind eingestellt. Ein Spiel hat hier es noch nicht gehabt, also beginnen wir einfach mal mit einem neuen Spiel. Linda Kleiner 3. Okay, ich sehe dich dann heute Abend. Hey, sorry, aber es wird ein bisschen später als erwartet. Ich bin nicht sicher, wann, aber ich rufe dich an, wenn ich auf dem Nachhauseweg bin. Puh, ich bin erschöpft. Zeit zu checken, ob der Kaffee fertig ist. Da ist der gute Mann bei der Arbeit mit dem Kopf auf der Tastatur eingeschlafen. Muss sehr bequem sein. Und seine Tastatur sieht aus wie ein bisschen wie meine alte Tastatur. Hey! How to play? Press F1 to hide, show this note. Okay. Also wir können F1 drücken, um zu halten oder eben diese Notiz hier zuzumachen. Oder auch wieder anzuzeigen. So, interact mit der linken Maustaste. Skip messages. Mit Space, also, ja, es kommen ja immer wieder mal so unten Einblendungen, die Untertitel da, die können wir mit Space eben weiterdrücken, wegdrücken. Den Stuhl verlassen mit der Leertaste, das Spiel schließen generell mit der ESC-Taste, der kurze Sprint mit der Shift-Taste, hiding. Stand close to desk or stand corners while looking at them and press LMB. Press Space to exit hiding. Ja, also wir sollen ganz nah an den Tischen stehen. Oder an diesen Ecken eben, wo man sich ja auch noch verstecken kann. Es gibt ja nicht bloß Tische, unter die man sich verstecken kann. Es gab ja auch in diesem Bürokomplex auch bestimmte Ecken und so, wo man sich hinter Schränken und so verstecken konnte. Ja, und dann sollen wir, wenn das Hiding-Zeichen eben erscheint, auf die linke Maustaste drücken. Und wenn wir unter dem Tisch oder der Ecke wieder hervorkommen wollen, müssen wir die Leertaste drücken und dann kommen wir halt wieder hervorgekrabbelt. So. Gucken wir uns erstmal unser hübsches Büro an. Ja. Wir sind Informatiker, eindeutig. Nicht so, also in diesem Ausmaß natürlich nicht, aber ich hatte Informatik am Oberstufenzentrum und ich komme gerade nicht mehr drauf, aber dieses Gebilde hier kommt mir bekannt vor. Wir hatten das so ähnlich. Ich komme gerade nicht drauf, aber ja, mir kommt es sehr bekannt vor. So. Ach lustig, Pappordner, Pappaufsteller, keine Ahnung. Dokumente, ein Buch. Webdesign for Dummies. Ja, das ist das richtige Buch für mich. Oh, ein Radio. Ein Old Vintage Radio. Ja. Space. Ein Telefon. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ach, okay, da sehen wir auch gerade, wir können hiden. Das können wir ja dann gleich mal probieren. Hide, wo bist du hin? Hide. Ich glaube, ich werde die F1-Taste nutzen zum Verstecken, weil... Achso, nein, oh, da öffnet sich bisher der Zettel. Ah, okay. Dann ist das mit dem Heidi gerade eine ganz blöde Sache. Und der Drucker geht mir gerade tierisch auf den Sack. Hallo. Heide. Ach, jetzt. Ja, toll. Das fällt dir jetzt zeitig ein. So, jetzt sitzen wir hier unterm Tisch. Schick. Unser Tisch von unten. Ah, okay. Wir können das Radio und das Telefon von unten bedienen. Schön. Schicker PC, schicker Lüfter, eine schicke Heizung. Ich habe Herzklopfen auf dem Ohr. Ich weiß nicht, warum. Ein Stuhl. Ja, unser Schrank. Oh, wir können die öffnen. Ich habe gelernt, man soll die Schränke von unten nach oben öffnen. Das ist aber gerade total dumm, was ich mache, weil ich jetzt hier unter dem Tisch sitze. Wir gehen erstmal wieder vor.
Dann gucken wir einfach mal da rein, ob wir was drin haben. Aber das sieht nicht so aus. Nein, leer, leer und leer. Ja, wir können uns natürlich auch hier auf den Stuhl setzen. So, wir können uns drehen. Wey, okay. Und wir können den PC hier bedienen. My password, I had a note here somewhere. Ja, er braucht ein Passwort und er hatte hier irgendwo eine Notiz. Und da erscheint sie wie aus Zauberhand. Okay, der Username ist Mi. Das Passwort heißt Echolon. Okay. So. Denn dieser PC ist dafür da, dass wir das Spiel abspeichern können. Was wir natürlich gleich mal an dieser Stelle tun. So, okay. Wir haben das Spiel jetzt gespeichert. Wir haben noch andere Kommandos, die wir eingeben können. Da können wir, glaube ich, ja, an irgendwelche Ordner oder Daten reingucken. Die war keine Ahnung, ob die jetzt für das Spiel von Bedeutung, weil wir können es ja mal eingeben. Moment, wir können es ja mal probieren, oder? Ah, okay, jetzt kommen wir hier in den Ordner. Ah, okay, bin Home User Dev for etc. Ja, probieren wir es mal mit dem User. Okay. Was erscheint da? Oh, unknown. Ah, okay, ich habe den Stich vergessen. Ganz schlau von mir. Okay. Unknown. Was? Warum? Linux. Linux. Warum? Ben Miller. Ach, keine Ahnung. Ja. Ja, da sind irgendwelche Dokumente, die könnte man lesen, aber ich glaube, die waren jetzt nicht so wirklich wichtig für das Spiel. Guck mal. Oh, du aufstellen. So. Ein Android-Männchen. Oh, ich könnte sogar anklicken. Ein Android-Figurin. Ja, eine Android-Figur. Ich persönlich habe kein Android-Handy. Ich hatte mein Android-Handy jetzt nicht mehr. Ich hatte schon ein iPhone, ein Android-Phone und zurzeit habe ich ein Windows-Phone. Windows-Phone ist Geschmackssache, wenn sich die meisten denken, weil es nicht so viele App-Möglichkeiten hat, aber man gewöhnt sich dran und ja, ist mal was anderes. Roberts Büro. Ich wundere mich, wo er hingegangen ist. Eines Tages, also ein Tag war er hier und plötzlich und ohne Grund und so kam er plötzlich nicht mehr zur Arbeit. War plötzlich weg. Ja, keine Ahnung, hat er vielleicht Urlaub genommen oder so. Oh, die Tür ist auch zu. Vielleicht war er urlaubsreif. Ein langer Gang. Ah, halt, Moment, wir hätten ja auch noch eine Tür. Die ist zu. Ja, die klingt natürlich nochmal nach. Hier liegen Packungen mit CD-Rohling drin. Warum klappt denn mein Herz immer so? Das Ton können wir nicht aufmachen. Und hier ist nichts drin. Staune, dass es in diesem Raum so hell ist. Es war in den anderen Let's Plays immer so dunkel hier drin. Jo. Aha, drei PCs, ja. Ja. So stelle ich mir mein Büro vor. Ach, das ist der Kaffee, der kocht. Ablagen. Von wem denn? Ah, wer ist das hier? Ein Linus J, ein Pontus M und das da unten, das kann ich nicht mehr wirklich lesen. Das ist zu krakelig geschrieben. Da hat jemand eine Sauklaue. Ein süßer kleiner Laptop. Ein Schreibbord. Ganz viele Schränke mit ganz vielen dicken Büchern. Bestimmt über, ja, Java, über Programmierung und hast du nicht gesehen. Hier liegt nochmal das WordPress for Dummies. Java, 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 bla bla bla. Ja, okay. Gehen wir mal einfach ins nächste Büro. Hier steht ein PC, zwei Bildschirme nebeneinander, aber kein Stuhl. Ja, der Typ, der hier drin arbeitet, braucht wahrscheinlich keinen, der steht lieber den ganzen Tag, weil es ist gesund, ja, gut für die Gesundheit. So, was habe ich's. Oh, trinken, trinken. Okay, einmal ein kaltes Wasser, bitte. Lup, lup. Meine Blubbels, meine Blubbels, meine Blubbels. Okay, und das nächste Büro. Wir gucken mal hier rein. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, hier ist der Stuhl. Das ist bestimmt der Typ von dem drüben. Der Typ, der hier drin arbeitet, hat dem anderen drüben den Stuhl geklaut. So muss es sein. So. Oh, die Schublade. Ein Brief. Oh, ein Brief. Oh Gott. Ich habe einige Nachforschungen betrieben. Die Ergebnisse gehen weit
zurück auf die Seite meiner Mutter, also auf meiner Mutters Seite. Ich kann nicht glauben, ich konnte es erst nicht glauben, aber es stellte sich heraus, sie war meine Großmutter oder seine Ur-Ur-Ur-Oma. Er weiß nicht, was sie will, also ich weiß nicht, was sie will, aber ich weiß, dass sie einige sehr schlimme Dinge in ihrem Leben getan hat. Erinnere dich, vergiss nicht, das Licht ist ihr Unheil, ihr Feind, ihr, ja. Okay, krass. Ein Printout haben wir gepickt. Ja, damit kündigt sich schon die liebe Omi an. Was freue ich mir auf die Omi, ey. Ich hasse die Omi. Die Omi ist gruselig. So, ein Stück Küchenrolle, das können wir nicht nehmen. Wir haben hier ein bisschen Obst, das können wir natürlich auch nicht nehmen. Wir gucken mal in den Kühlschrank und Muck. Muck. Wir haben Muck hier drin. Wir haben zwei Colaflaschen. Wir können uns im. Was? 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 Ach, hier hinten! Ah! Okay. Ich wollte gerade sagen, was? Wir können uns im Kühlschrank verstecken. Aber nein. Wir können uns nicht im Kühlschrank verstecken. So, machen wir wieder auf. Da. Warum schlägt unser Herz jetzt plötzlich schneller? Lass mich. So. Ah, zwei Cola-Dosen, eine eklig aussehende Dose. Ah, ein seltsam aussehender, ekliger Hamburger, noch eine offene Cola bemerkt und etwas undefinierbar Fladen. Ähnliches I-Git. Nein. Nein, danke. Oh, jetzt habe ich gerade erschrocken. So. Spülmittel. Was haben wir hier? Ben Gotha. Käsecracker sind das. Das sind. Ach, hier unsere Kellogg's Frosties. Die wecken den Tiger in dir. Der. Dieser Toni. Toni Tiger ist da drauf. Groffrack. Was ist denn das? Ach, ich glaube, das ist irgend so ein schwedisches. Rot oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Strösocker, Zucker. Das könnte Kandiszucker sein. Brauner Zucker, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das ist Kandiszucker oder sowas. Ja, und das ist Lady Grey Tee, natürlich. Der gute Grey Tee. Mein Tässchen Tee. Wäre jetzt nicht verkehrt. So. Ah, eine Mikrowelle. Mann, ist die weit oben. Und das ist jetzt unser Kaffee, aber bevor wir uns den. Ja. Eine hübsche Grünpflanze, bevor wir uns den Kaffee aber nehmen, gucken wir uns noch ein bisschen weiter hier um. So. Hier ist das Scheißhaus. Willkommen im Scheißhaus. Ein Mülleimer, wo nichts drin ist. Papier rausziehen können wir auch nicht. Wir können uns auch keine Hände waschen. Nein, warum denn auch? Scheiß auf Hygiene. Eine Toilette. Eine Toilette, die, wenn ich anklicke, nichts passiert. Okay. Da ist wahrscheinlich die Spüle kaputt. So, und die Tür ist zu. Oh, scheint wohl schon jemand drauf zu sitzen. Ja, riecht doch ein bisschen so. Entschuldigung, ich wollte nicht stören, ich gehe schon wieder. So. Okay. Den machen wir wieder zu. Ein Rollo. Das sieht mir aus wie ein Konferenzraum, aber ich gehe erstmal hier drüben rein. Noch mehr Schränke. Yeah. So, auf damit. Ich will nichts sagen, unser Herzschlag beschleunigt sich. Ich glaube, ich sollte doch erstmal den Kaffee holen gehen. Denn das gefällt mir gerade nicht. So. Ich will nämlich nicht, dass wir vor Erschöpfung umfallen oder so. I better get back to work. Ja, okay. Unser Herzschlag ist gerade ominös. Schnell. Wenn ich jetzt umkippe, dann ärgere ich mich ein bisschen. Ich wollte doch nur mal in Ruhe das Büro hier durchgucken und unser Verlangen, unsere Sucht nach Kaffee will das nicht. Was ist hier los? What's this? I see you. Ich sehe dich. Wann habe ich das geschrieben? Wann habe ich das getippt? Ja. Gar nicht. Okay. Nein. Ich frage nicht nach. Ich gehe einfach jetzt wieder zurück, denn ich habe einen Kugelschreiber in der Hand. Ich glaube, das ist unsere Waffe, mit der wir uns verteidigen werden.
Ich will jetzt eigentlich nichts weiter, außer weiter das Gebäude erkunden. Lichtspielchen. So. Okay, der Herzschlag hat aufgehört. Ich glaube, wir haben den Kaffee ausgetrunken nebenbei beim Kugelschreiber rumknippen. Alter, was macht denn der für eine Bewegung mit seiner Hand und dem Kugelschreiber? Das sieht irgendwie ein bisschen doof aus. So, oh. Soll ich dann machen? Hier können wir uns auch an den PC setzen? Nein, die können wir nur so anklicken. Okay. Was war das? Irgendwo ist da gerade was aufgegangen. Und ich weiß nicht. Oder macht der PC so eine Geräusche? Nein. Ich will es nicht wissen. Wir heiden mal unter den Tisch. Hier steht mich ein. Die haben alle dieselben PCs. So. Ach ja, da drüben war das. Das wollte ich nämlich mal zeigen. Das fand ich beim Gronkh damals schon sehr witzig. Wir heiden mal unter diesen Abschnitt hier. Hui. Der liebe Entwickler, der fand es wohl witzig, ein kleines Easter Egg einzufügen. Oh, und unsere Tisch verschwindet. Unser Tisch, was ist denn heute los? Unsere Hand verschwindet in der Tischplatte. Yeah, okay, Problem. Jo. Nee, noch nicht. Noch ist die Oma ja nicht da. So, okay, weiter geht's. Ja, irgendwo geht's eigentlich. Die Toilettentür hatte ich aber eigentlich zugemacht. Okay, und da geht's auch schon los. Die gruseligen Dinge fangen an. Ah, oh Gott, sehr gruselig, ein Putzwagen. Hang in there. Ja. Der alte Klassiker. Ein alter PC-Bildschirm und wir können hier irgendwo heiden. Ich weiß bloß noch nicht ganz genau wo, aber wir können hier irgendwo heiden. Ja, wahrscheinlich. Ach, hier hinten wahrscheinlich in der Ecke oder so. Will er jetzt aber gerade nicht heiden. Gut, auch nicht schlimm. Wenn die Omi kommt, verstecken wir uns einfach in der Ecke. Oder machen einfach die Tür zu und hoffen einfach, dass die Omi hier nicht reinkommt. So, machen wir hier mal Tür auf. Das ist wahrscheinlich der Konferenzraum hier. Wo die Stühle sich von selbst zurückbewegen. Ich weiß nicht warum, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Mein Laptop, Dokumente, die wir nicht nehmen können. Und wir können uns auch hier unter dem Tisch verstecken, was er gerade nicht machen will. Hallo? Jetzt. So. Ja. Sehr interessant. Okay. Wir klettern wieder vor. Und obwohl ich es nicht will, müssen wir jetzt mal kurz gucken, was uns im Bad erwartet. Wir müssen rausfinden, warum da die Tür aufgegangen ist. Obwohl ich es nicht wissen will. Ist derjenige hier fertig mit Scheißen? There is something in the toilet? Ein Schlüssel? Warum ist da plötzlich ein Schlüssel drin? Als ich von der Toilettenspülung drücken wollte, war da noch kein Schlüssel drin. Picked up. Oh, Robert's Key. Wir können jetzt in Robert's Büro. Yep. Hier ist jemand fertig mit Scheißen. Wir können plötzlich auf diese Toilette, aber wenn wir drauf drücken, passiert nichts mehr. Okay, wir gucken einfach mal, wofür wir jetzt den Schlüssel haben. Das Rollo bewegt sich von selbst nach oben. Ja, klar. Total normal. Total normal, total normal. So. Okay, wir bewegen uns weiter Richtung Büro mit unserem total stylischen Kugelschreiber und diesem echt. Kriegt der nicht langsam einen Krampf im Daumen oder so? Oh Gott. Ja, bevor wir in das Büro gehen, werden wir jetzt erstmal abspeichern. Warum klingelt das Telefon? Ob das unsere Freundin ist? Oh, Mist. Das ist bestimmt unsere Freundin, die fragt, wo wir bleiben. Das ist eindeutig unsere Freundin, die hat gesehen, dass wir Überstunden machen. Die ist also sauer auf uns, weil wir nicht nach Hause kommen. Und ja, das war eindeutig ihre Stimme. Eindeutig. Die hat gesagt, I see you. Ja, komm bloß nach Hause. Sonst gibt's Klappe. So. Wir speichern jetzt erstmal an dieser Stelle ab. Würde ich sagen, ja. Achso, ja gut, Help hätte ich es gar nicht eingeben müssen, aber egal. So, safe. Und wir haben das Spiel gespeichert. So, und an dieser Stelle beende ich jetzt auch erstmal die erste Folge. Es war jetzt zwar noch nicht so viel Gruseliges passiert, aber es reicht mir jetzt eigentlich schon, dass ich keinen Bock mehr habe, dieses Spiel weiterzuspielen. Aber natürlich werde ich es weiterspielen.
Ja, okay, danke, dass du bei dieser Folge dabei warst und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bye, bye.